Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir wieder zusammen sondeln und zwar wieder am alten Betriebsstofflager. Ja, ich würde sagen, Schuler stand wie immer dabei, wenn wir den ersten Fund haben. Dann bis zum ersten Fund. So, wir haben unser erstes Signal und zwar hier. Dann gucken wir mal, was sich darunter verbirgt. Ich sehe hier auch schon was. Wo ist es jetzt? Hier, das ist es. Genau. Ja, das sollte oder könnte ein Granatensplitter sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund. So, unser nächstes Signal haben wir hier. Graben wir natürlich auch. Scheint schon draußen zu sein. Oder? Okay. Wo ist es denn? Das ist komisch. Jetzt ist es weg. Ah, hier ist es. Und es ist wieder ein altes Geschoss. Das haben wir auch schon letztes Mal gefunden, als wir hier waren. Ja, das ist auch so komisch zerknickt. Und dann würde ich sagen, das mache ich natürlich auch sauber und zeige ich das am Ende nochmal. Ja, dann bis zum nächsten Fund. So, wir haben wieder was, und zwar hier. Anscheinend liegen hier die Sachen recht an der Oberfläche. Hier ist es auch schon, wie ich vermutet habe. Okay, was ist das? Ich würde sagen, das ist auch ein Stück von einem Granatensplitter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund. Unser nächstes Signal haben wir hier. Und hier liegt es auch schon. Und das ist eine Patronenhülse. Da erkennt man eventuell noch ein Datum dann drauf. Da gucke ich jetzt auch mal. Hier war das Geschoss früher drin. Mal gucken, ob man da noch was drauf erkennt. Sonst muss ich die auch mal sauber machen. Die mache ich auf jeden Fall auch mal sauber. Aber vielleicht sieht man jetzt auch schon was. Das ist auf jeden Fall keine Hülse von einem Gewehr. Das ist eine kleine Patronenhülse von einer Pistole. 9 mm oder sowas. Gehe ich mal von aus.
Also, ich erkenne hier 24 und ein P. Aber wie gesagt, ich mache das nochmal sauber und dann gucken wir das nochmal, wo das genau herkommt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Fund. Wie man hier gut sehen kann, sind links und rechts jeweils so Wälle. Also ist so ein Wall aufgeschüttet und davon gibt es hier halt mehrere. Und in den Wellen liegen halt die Geschosse. Also wenn man hier an einem Wall dran geht und dann hier halt guckt, da finden wir immer die Geschosse. Anscheinend haben die dann früher in die Wälle reingeschossen. Und die Geschosse wurden aufgefangen von den Wellen. Und jetzt finden wir die halt. Ja, dann würde ich sagen, hole ich euch dann wieder beim nächsten Fund dazu. Mal gucken, was wir hier noch so finden werden. Und wir haben wieder ein Signal. Und zwar hier. Im Wall. Aha. Eine Patronenhülse. Diesmal vom Gewehr. Das passt auch zu den Geschossen, die wir vom Gewehr gefunden haben. Mal gucken, ob man da ein Datum drauf erkennt. Ich gehe mal davon aus, dass wir die erst reinigen müssen. Abgefeuert ist die. Ne, man kann leider gar nichts erkennen hier. Ja, dann würde ich sagen, mache ich die auch mal sauber und zeige sie euch dann nochmal. Dann gucken wir mal, aus welchem Jahr die ist und wo die herkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Fund. Wir haben wieder ein Signal, wieder im Wall neben der Patronenhülse. Wir haben schon ein bisschen gegraben und hier sieht man was Metallisches. Auch recht groß, also schon größer. Hier sieht man es. Und das graben wir erstmal aus. Natürlich auch ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nie, was man hier so alles findet. Okay, es lässt sich schon ganz leicht bewegen. Ist die Schaufel schon wieder verbogen. Okay, das ist wohl irgendein Blech. Da haben wir es. Nee, das ist wohl doch kein Blech. Richtig massives Metall. Ja, vielleicht wirklich sogar ein Stück von einer großen Granate oder von einer Bombe oder was ähnlichem. Was anderes könnte ich mir jetzt darauf nicht erklären. Es ist auch recht schwer und massiv. Ist da noch mehr im Loch? Ja. Okay. Da
gucken wir auch. Jetzt ist es weg. Das kann ja nicht sein. Ich habe es in der Hand. Ich sehe es auch schon. Und das ist okay. Also ich würde fast sagen, auch ein Stück von einem eingeschlagenen Geschoss. Aber irgendwie nur ein Teil. Ups. Hier liegt es. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Unser nächstes Signal haben wir hier. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt haben. Hier ist es. Ja, das ist einfach nur ein Klotz. Hier in der Mitte könnte ein Loch gewesen sein. Das muss ich nochmal genauer gucken, wenn ich das mal sauber mache. Vielleicht eine Mutter, eine rechteckige, wenn hier ein Loch drin ist. Naja, das zeige ich euch auf jeden Fall dann auch nochmal gereinigt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Fund. Unser nächstes Signal. Direkt oben auf. Klingt zumindest so. Mach mal vorsichtig. Und hier ist auch schon was. Das ist es auch. Perfekt. Direkt gefunden. So kannst du immer laufen. Ja. Da würde ich sagen, das könnte ein Clip von einem Gewehr sein. Also, dass man dann hier die Munition reingesteckt hat. Da stand die hier so ab. Dann haben wir das ins Gewehr reingesteckt und die Munition verschossen. Da müssen ungefähr 5 Schuss reingepasst haben. Das werde ich aber auch nochmal sauber machen und das dann natürlich auch nochmal zeigen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund. Unser nächstes Signal haben wir jetzt noch hier. Und direkt oben auf haben wir wieder ein Geschoss. Das sieht aber komisch aus. Ja, das werde ich auch mal mit sauber machen und das dann auch noch mal zeigen, wenn es sauber ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Fund. Unser nächstes Signal wieder am Wall. Ah, da kommt es gleich schon hoch. Und das müsste auch ein Geschoss sein, das hier auch eingeschlagen ist irgendwo.
dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund. Unser nächstes Signal haben wir hier. Und da gucken wir mal. Und ich sehe auch schon direkt was. Wieder direkt oben auf. Und das ist ja lustig. Das ist ein Stück von einer Heckenschere. Ja, hier hat wohl jemand auch mal seinen Müll hingekippt. Würde ich mal sagen. Oder vielleicht sogar ein Stück von dem Verbrechen. Man weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Signal. Unser nächstes Signal haben wir hier. Okay, wir kommen der Sache näher. Hier kratze ich auch schon auf irgendwas. Hier ist ein Loch. Okay. Vielleicht ein Tierbau oder sowas. Aber hier ist auf jeden Fall was Metallisches. Das scheint doch recht groß zu sein. Okay, das sieht schon mal sehr komisch aus. Geht hier noch weiter. Ist ja riesig. Aha. Es geht doch nicht weiter. Ja, einfach nur eine Metallplatte. Okay. Gucken wir mal, ob noch mehr im Loch drin ist. Nein, das war's. Ich dachte schon, das geht um die Ecke, weil das hier auch so leicht rötlich ist. Aber eine Metallplatte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Wir haben wieder ein Signal. Das wird dann auch unser letztes sein für heute. Danach werden wir auch einpacken. Ja, kann direkt hier mit raus. Und zwar wieder ein Geschoss, das auch schon aufgeschlagen ist. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich die Teile gereinigt habe. Und dann gucken wir mal, von wann die Patronenhülsen sind. Dann bis gleich. Ich bin jetzt zu Hause und habe die besten Funde mal sauber gemacht. Die habe ich jetzt hier liegen. Und die zeige ich euch dann jetzt nochmal. Und zwar haben wir hier ein Clip oder ein Ladestreifen, besser gesagt, von einem Gewehr. Hier steht ein kleines P drauf. Da hat man dann früher die Munition eingeklippt und hat die dann verschossen. Mit diesem Streifen, da passen ungefähr 5 Schuss rein.
Dann haben wir hier eine Patronenhülse mit der Aufschrift 24 PU und 8. Das PU steht für Borgsmüller Kreiensen in Harz. Also ist eine deutsche Patronenhülse. Und ich denke mal, wegen der 24, dass die dann von 1924 ist. Dann haben wir hier eine Patronenhülse von einem Gewehr. Und die hat den Bodenstempel. Moment. Genau. Hier ist er. Wenn die Kamera mal scharf stellt. PS 1831. Das PS, das steht für Pirotechnico Militare de Civil in Spanien. Also, das ist eine spanische Patronenhülse. Sehr interessant, warum die da rumliegt. Dann haben wir noch ein Stück von einer Heckenschere gefunden. Die hat wohl jemand als Müll da mal entsorgt. Und dann noch Geschosse, die in der Patronenhülse früher drin steckten. Allerdings passen die Geschosse nicht auf die Patronenhülsen. Und das sind auch Aluminiumgeschosse teilweise dabei. Das hier zum Beispiel Aluminium. Das hier ist auch ein Aluminiumgeschoss. Das hier sind auch Aluminiumgeschosse, die sind aber eingeschlagen. Dann haben wir hier noch ein Aluminiumgeschoss. Das ist auch eingeschlagen. Hier haben wir noch ein Geschoss von einem Gewehr. Das passt auch übrigens genau in diese Patronenhülse hier rein. Die ist jetzt ein bisschen zerdellt, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Wenn das dann reinpassen würde, wäre das bis hier ungefähr in der Hülse drin. Dann haben wir hier, ja, was haben wir denn da? Das weiß ich gar nicht, was das ist. Das sieht aber auch recht interessant aus. Wenn jetzt einer von euch weiß, kann das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Hier haben wir ein Stück Granatensplitter. Und hier weiß ich auch nicht, was das sein soll. Da war jetzt doch kein Loch drin in der Mitte. Also ist es wohl doch keine rechteckige Mutter. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, füge ich euch jetzt am Ende wieder Bilder ein. Von den Sachen wie immer. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Video. Thank you.